Hallo, wie ihr oben in der Überschrift lesen könnt, habe ich mir einen zweiten Kanal aufgemacht und zwar ist der extra nur für Follow Me Around Videos und Daily Vlogs. Ich habe ihn am 19. Juni eröffnet, das war ein Dienstag und seitdem habe ich auch jeden Tag ein Video dort hochgeladen. Ich habe gedacht, es ist besser, wenn ich die Beauty Videos und die Follow Me Around Videos voneinander trenne, weil es ja unterschiedliche Themengebiete sind. Der Kanal heißt Lady Life TV, ich werde ihn euch unten in der Infobox verlinken. Ich habe auch geplant, dass ich auf dem zweiten Kanal eine Roomtour machen werde, denn wenn ich jetzt immer meinen Alltag filme und so ein bisschen aus meinem Leben, dann seht ihr sowieso im Laufe der Zeit immer mehr Teile von meiner Wohnung und dann dachte ich, kann ich euch das gleich mal als großes Ganzes zeigen. Und eine Roomtour wurde ja auch auf diesem Kanal öfter angefragt. Also wenn ihr die sehen wollt, dann ja, müsst ihr meinen zweiten Kanal abonnieren, denn dort wird dann in den nächsten Tagen eine Roomtour folgen. Wer sich gerne Follow Me Around Videos anschaut, ist dort genau richtig. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir dort einen Besuch abstattet. Und ja, wenn das mit eurer Unterstützung was ganz Großes wird. Jetzt aber zu dem zweiten Thema, das oben in der Überschrift steht. Und zwar möchte ich euch eine Review zu dem Kajalstift von Astor machen. Ich habe ihn mir diese Woche gekauft und ihr hattet unten in den Kommentaren angefragt, ob ich euch dazu nicht mehr Review machen könnte und ja, tada, hier ist sie. Ich habe den Kajalstift, seitdem ich ihn gekauft habe, jeden Tag verwendet. Es gibt so ein paar Produkte, die muss man länger testen, wie zum Beispiel Gesichtspflegeprodukte oder Haarpflegeprodukte. Aber bei einem Kajalstift kann man, denke ich, sehr schnell sagen, ob er gut ist oder nicht gut ist, ob er funktioniert oder nicht funktioniert. Und ja, wie der so ist, erfahrt ihr jetzt. Das ist ein Kohlkajal- und Konturstift in der Farbe 080 Black von Astor. Ich habe ihn bei Müller gekauft für 3,95 €. So sieht der Stift aus. Und so dann der Kajal, wenn man ihn benutzt. Von der Härte der Mine würde ich sagen, dass es mittelhart ist. Es ist nicht so weich, aber auch nicht so hart. Man kann damit wirklich leicht einen Lidstrich ziehen. Die Farbabgabe ist gut. Ich habe es auch heute auf den Augen. Ich zeige es euch mal. Ich hoffe, ihr konntet das erkennen. Er ist auch nicht so weich und cremig, dass man, das hatte ich zum Beispiel bei dem von Nivea, das Problem, dass er so weich und cremig war, dass die Linie immer dicker ausgefallen ist, als ich es wollte. Und ich hatte dann am Ende hier oben die Abdrücke in der Lidfalte, weil es einfach so cremig war, dass es Abdrücke gemacht hat. Bei denen hat man überhaupt keine Abdrücke, das ist sehr positiv. Unten auf der Wasserlinie leider ist die Farbe kurz nach dem Auftrag schon wieder weg. Also auf der Wasserlinie hält er nicht sehr gut. Der obere Lidstrich hält aber bis zum Abend. Die Farbe wird vielleicht ein bisschen schwächer, aber es hält trotzdem immer noch gut. Dann wolltet ihr noch wissen, ob der wischfest ist. Ich habe euch ja jetzt hier mal auf meiner Hand einen Strich gemacht und ich reibe da jetzt mal. Und ihr seht, man kann den schon gut wieder abwischen. Also wischfest ist er nicht. Dann war die nächste Frage, ob er wasserfest ist und dafür gehen wir jetzt mal ins Bad und ich werde unter dem Wasserhahn testen, ob dieser Kajalstift gegen Wasser resistent ist oder nicht. Wasser läuft. Ich halte meine Hand jetzt drunter. Einfach nur, wenn Wasser drauf läuft, hält der Kajalstift sehr gut. Er ist immer noch auf der Hand. Jetzt reibe ich mal ein bisschen. Die Farbe ist schwächer geworden, aber ich finde, es ist immer noch recht gut. Also das heißt, der Kajalstift ist wasserfest, aber nicht wischfest. Zum Schluss ein Fazit zu dem Kajalstift. Ich finde 3,95 € durchaus angemessen. Man kann auf dem oberen Lid einen schönen Lidstrich ziehen. Auf der Wasserlinie hält er leider nicht so gut. Da kann ich ihn dann nicht empfehlen. Aber er ist wasserfest, dafür aber nicht wischfest. Ich hoffe, die kleine Review hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vergesst nicht, auf meinen zweiten Kanal vorbeizuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!